Grüß Gott und guten Morgen zum zweiten Teil unserer Miniserie Verschlusssache auf Flaschendreh. Und täglich grüßt das Murmeltier, es ist immer noch knapp nach 7 Uhr morgens und wir widmen uns immer noch dem Alternativverschluss. Mhm. Gerli Triebhammer hat uns zwei Granaten zur Verfügung gestellt, nämlich den Blaufränkisch Ried Marienthal aus dem Jahr 2005 und wie beim G mit Naturkork und anders als beim G mit Glasverschluss. Mhm. So, und wir werden das jetzt kosten. Weil wir haben... Das Ritual kennen Sie ja schon. Ja, und beim G haben wir festgestellt, es tut gar nicht so weh, um die Uhrzeit einen guten Wein zu trinken. Ja, es lässt sich. Sie sehen schon beim Öffnen, es ist das Ritual da drüben wieder, gibt ein bisschen mehr her. Ja, aber das Ritual ist mir herzlich wurscht, wenn der Wein dann korkt. Ja. Den Geschwindigkeitsvorteil hat natürlich auch der Glasverschluss gegenüber dem Kork. Das haben Sie jetzt auch gesehen. Aber schauen wir, ob den Geschmacksvorteil der Kork hat. Optisch geben die Dinger natürlich auch noch immer weniger her. Dran zu riechen macht noch immer wenig Sinn. Macht Sinn, ist. Gibt es im Deutschen nicht. Macht Sinn, macht nichts. Ja, gut. Spannende Farbe. Ja, für alle, die sich noch erinnern können, 2005, das kühlste Jahr. Genau. Oder eines der kühlsten Jahre in dieser Dekade. Gut, wir fangen traditionell mit dem Alternativverschluss an, hätte ich gesagt. Ja. Gut, das war dann rechts. So viel Höflichkeit muss auch am Morgen sein. Das ist ein schöner Wein. Korken tut er nicht. Korken tut er nicht, ne? Und die Uhrzeit müssen Sie diese Witze ertragen. Sehr, 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 sehr jugendlich, aber damit rechnet man eigentlich bei Marienthal, der nicht 20 Jahre alt ist. Nein. Das ist ein dauerhafter Jungspund, dieser Wein. Schön, schöne Bärenaromatik. Ein bisschen mit Kräuter unterlegt. So, und jetzt wird es wieder spannend. Gleiches Jahr, gleiche Rede, ganz gleicher Wein. Korkt oder korkt er nicht? Genau. Korklotto. Also haben tut er nichts. Zu mir ist kein Kork. Kein Kork. Was jetzt aber da interessant ist, und deshalb haben wir uns um diese Uhrzeit schon getroffen, es heißt ja dauernd, dass der Alternativverschluss verschlossener ist als der Kork. Mhm. Findest du das bei dem Wein? Nein, finde ich nicht. Ich nehme mich auch nicht. Obgleich man beim ersten Mal hineinriechen schon das Gefühl haben könnte, dass er mehr Alterstöne hat als der andere. Finde ich. Wer? Der Kork. Na, das nicht, aber nein, Alterstöne. Überhaupt nicht. Nein, Sie sehen schon, ganz einig sind wir uns jetzt nicht. Ich finde, der Kork ist einfach verschlossener als der Alternativverschluss. Das und eigentlich passt es, ist umgekehrt. Ja. Haben wir was gelernt? Genau. Oder auch nicht, vielleicht ist es ja nur ein Zufall. Super Säure. Mhm, allerdings. Strafes Tannin. Aber kein unangenehmes Tannin, oder? Nein. Alles da, was ein großer Wein braucht. Auch noch das Entwicklungspotenzial, das man schon mal zeigen lassen kann. Es ist ein bisschen einkapselt. Ja. Und schauen wir, ob das bis am Abend besser wird. Genau. Der Kork. Entweder es ist die Morgenstunde oder es ist so. Mir kommt vor, der ist ein bisschen weicher, rund. Ein bisschen runder. Genau. Also er ist auch im Gaumen, der Frank hat das vorher mit seiner Wundernase schon rausgerochen, auch im Gaumen wirklich zugänglicher als der Glasverschluss, verschlossene. Mhm. Er wirkt jetzt ein bisschen, wie soll man das jetzt nennen? Am Gaumen für mich ein bisschen harmonischer als der Glasverschluss. Ja. Und wir, wenn einen lustigen Tag haben, der mit einem kleinen Spitz anfängt, oder? Das scheint so. Auch im Hause Triebhammer ist die Zeit schneller vergangen als üblicherweise. 12 Stunden waren ein Nichts. Ja, ein Lärchelschatz quasi. Puh, ja. Ein Lärchelschatz. Jetzt schauen wir einmal. Genau. Die Weine lächeln. Genau, zum Thema Lächelschatz schauen wir jetzt da zwei alte Marienthäler an. Weißt, wir haben jetzt irgendwie die Rollen getauscht. Du machst den Kork und ich den Alternativen. Ja, immer. Sie haben gesehen, ich kann es auch. Gut. Das
Zunge nicht so gescheit machst, gell? Es geht. Gut. Wir werden uns nach bereits gelebter Tradition jetzt auch wieder zuerst den Alternativverschluss anschauen, in dem Fall eben den Glaskorken von Marienthal. Glaskork. Schauen, wie sich der Glaskorkverschluss entwickelt hat. Und dann werden wir den Naturkork uns anschauen. Ja, na gut. Also. Haben wir in der Früh einen Farbtest gemacht? Nein, gell? Nein, wir haben keinen Farbtest gemacht. Ich mache einen Farbtest, bin ja nicht so. Bestanden. Mhm. Was man sieht, der Wein ist noch sehr jugendlich, der hat ja fast noch violette Reflexe. Gut. Genau, schauen wir mal. Oh, das riecht wirklich schön. Mhm. So Kräuterwürze. Wir lernen daraus, gleich zum Mitschreiben, 12 Stunden offen für so einen Wein, gute Idee. Ja, können auch 2 Tage sein, glaube ich, tut einem nicht weh. Ja. Nein, ja, ausdrucksstark, könnte man mal sagen, ne? Ein ätherisch. Jetzt nehmen wir Bezug zur Morgenkost. Hm? War übrigens ein lustiger Tag mit ein paar Schluck Wein. Kannst du dich erinnern, da waren die Tannine recht hart, recht streng. Ja, er hat ein bisschen eingepackt gewirkt, so wie wir in der Früh vielleicht auch noch, ein bisschen verschlossen, ein bisschen zwider. Jetzt ist er halt viel zugänglicher, offener. Die Tannine sind wacher geworden. Ja, einiges. Der Trinkfluss ist auf jeden Fall größer. Mhm. Trotzdem ist das jetzt ein extrem junger Wein. Ja, also gut, das ist sowieso ein bisschen ein Marienthal-Phänomen, oder? Der wird halt irgendwie nicht alt. Das stimmt. Ja, aber jetzt schauen wir mal im Vergleich. Aber jetzt im Vergleich zum Vormittag hat er aufgemacht und präsentiert sich jetzt viel trinkanimierender. Genau, und jetzt schauen wir, ob es irgendeinen Unterschied gibt zum mit Naturkork verschlossenen. Ja, weil es ja immer heißt, die Naturkorken sind besser. Zwecks Reifung und so, ne? Ja. Diese Kräuterwürze, was beim Alternativverschluss ist da nicht so im Vordergrund. Nein, der ist fruchtbetonter. Ich finde, er ist dunkler als der andere. Viel dunkler. Viel mehr Richtung Rumtopf. Witzig. Die Weine haben sich umgedreht, gell? Mhm. Wie wir es aufgemacht haben, der strengere, der Kork, der zugänglichere. Jetzt durch die Luft, interessanterweise, hätte man nicht gedacht, sind da die Tannine ein bisschen, sperrig ist das falsche Wort, aber sie sind ein bisschen straffer geworden. Deutlich. Straff, ja. Straff. Mhm. Und zum Trinken macht jetzt der mit Glaskork. Luft, der Glaskork. Eigentlich mehr Spaß, oder? Je nachdem, wann Sie den Wein trinken, also kurz nach 7 Uhr in der Früh, ja, genau, besser Kork. Genau, kurz nach 7 Uhr in der Früh, besser mit Korkverschluss oder gleich nach dem Aufmachen vielleicht besser Kork. Wenn er ein bisschen Zeit zum Luftholen hat, bei so einem Weinchen würden wir das annehmen, dass Sie das planen und nicht ad hoc einfach aufreißen. Könnte man jetzt postulieren, der Alternativverschluss zeigt keinerlei Schwächen. Ja. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wenn man den Wein aufmacht. Mhm. So als Belohnung für die letzten Flaschen, die man schon getrunken hat, wo man eh schon weit weg von Gut und Böse ist. Mhm. Da ist es egal. Genau. Da haben Sie dann die freie Wahl. Da geben wir jetzt keine Empfehlung ab. Da dürfen Sie dann mit Ihrem Wein tun, wie Sie wollen. Ich habe jetzt aber für mich was gelernt. Nämlich? Wer glaubt, der schraubt oder verwendet Glas. Oder ploppt. Wir pfeifen aufs Ritual. Prost. Großartig ist der Wein übrigens.